Das ist Mike Scholken und das ist Mikes Arbeitsplatz. Die Werkstatthalle der Stadtwerke Neuss an der Moselstraße. Hier werden die Busse der SWN von Mike und seinen 36 Kollegen repariert und gewartet. Mike ist seit 2 Jahren bei den Stadtwerken als Kfz-Mechatroniker angestellt. Vom Ölwechsel bis zu den Bremsscheiben, er kümmert sich, dass die 83 Busse der SWN zuverlässig auf Neusser und Karster Straßen unterwegs sind. Und auch eine Busheizung muss natürlich regelmäßig gereinigt werden, damit die weiter einwandfrei laufen kann. Zu Mikes Aufgaben gehört darüber hinaus die sogenannte SP, die Sicherheitsprüfung. Hier wird kontrolliert, ob die Fahrzeugbauteile auch den Sicherheitsstandards entsprechen. Hierzu wird der Bus angehoben, damit Mike und seine Kollegen auch einen guten Blick unter das Fahrzeug haben. Kontrolliert werden zum Beispiel Luftfederbälge, der Rahmen oder die Bremsen der Busse. Mike und seine Kollegen kümmern sich übrigens auch um jede einzelne Radmutter persönlich. Denn jedes Mal, wenn ein Rad am Bus gewechselt wurde, müssen die Radmutter nachgezogen werden. Das sieht natürlich etwas anders aus als bei einem normalen PKW. Es ist ganz wichtig, dass die Muttern festsitzen, damit sich diese nicht lösen können. Bei 83 SWN-Bussen haben Mike und seine Kollegen eine Menge zu tun. Schließlich hat jeder Gelenkbus schon 10 Räder, jeder kleinere 6. Das sind zusammen 782 Räder. Ganz schön sportlich, da wollen wir gar nicht weiter stören.